Anfang Mai 1945, da lagen Sie auch in Wismar. Da lagen wir auch noch, ja. Und zwar so, es war der, eine Geschichte zum Schmunzeln und zum Weinen. Da lagen wir in Wismar und unser Kapitän und Steuermann, die gingen an Land. Und ich hatte einen Mainzer Kameraden gehabt, der war Stabsobergefreiter. Rauch hieß er damals. Und mit ihm habe ich auch so manche Dinge erlebt. Und jetzt haben wir dann erfahren, dass das Schiff, dass, wie gesagt, dass die Russen vor der Tür standen mit der Front. Und jetzt kam da ein Herr an, der hat sich dann als das Schiff angeguckt, dann, wie der Käpt'n da weg war. Und der Adam, der Kamerad, sagt dann, interessieren Sie sich für das Schiff? Und er sagte, ja, ich würde mich für interessieren. Sagt er, was gibt's denn damit? Die Russen kommen ja jetzt und so. Er sagte, hören Sie mal, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie uns ein paar Packungen Zigaretten bringen, sagt er, wir machen dann schriftlich ein bisschen was Vertrag dann. Und dann sind Sie der Eigner von dem Schiff. Wir fahren dann am 2. Mai, fahren wir dann nachmittags um 18 Uhr raus und lassen das Schiff, also gehen wir weg von Bord. Und alles schön und gemacht. Es kam der 2. Mai kam dann und wir sind natürlich nicht um 18 Uhr, sondern waren morgens schon um 10 Uhr rausgefahren. Wir mussten noch sogar eine Besatzung von einem TF, also Torpedofangboot, übernehmen. Die haben das Boot versenkt, die haben wir übernommen. Wir hatten noch Flüchtlinge aus Wismar mitgenommen und da sind wir dann rausgefahren auf See. Und jetzt ging es dann am 3. Mai zu. Und dann kommen wir dann näher in die Neustädter Bucht. Und da sehen wir auf einmal schon, mein Gott, das ist ja da vorne die Capacona. Das ist unser Riesenschiff da. Und da waren Gewimmel auf dem Schiff, da haben sie mit dem Gläser geguckt. Ich war hier bei Maschinen, ich war selten mal oben. Da denke ich, was ist denn das nur, gell? Was ein Gewimmel. Und wir wussten nicht, was es war. Also auf jeden Fall, wir sind dann weitergefahren, weil wir hatten noch, unser Bodenventil war kaputt, das mussten wir auswechseln, das war auch eine Gefahr. Wir haben keins gehabt, sondern mussten das mit Dichtungsmaterial, mit Balken, das hatten wir schon alles vorbereitet, mussten wir das dann auf See, haben wir auf Rede gelegen, in der Nähe von dem Kessel, wo die ganzen Schiffe lagen. Und auf einmal gibt es ja den Angriff von den Engländern, da gegen Nachmittag kommen die diese Bombe an und fliegen alle Schiffe an. Wir haben das gesehen, es war grauenvoll und haben alles versenkt. Es war fürchterlich, was wir da gesehen haben, was wir mitgemacht haben, wie die untergegangen sind. Also wir lagen da in roter Farbe, denken wir, wann sind wir jetzt dran, haben wir jetzt gesagt. Wann kommen wir an die Reihe? Aber die haben nachher, sind die dann abgedreht, also es waren schon viele, viele Schiffe versenkt. Wir konnten so die Einzelheiten nicht so sehen, wie die Soldaten, die Leute oder sowas im See mehr waren. Aber wir haben das da mitbekommen, jetzt sind wir weitergefahren. Unser Kapitän ist nach Kappeln gefahren, warum, weiß ich auch nicht. Er wollte zum Stützpunkt wieder nach Dänemark fahren. Dann habe ich gedacht, das machst du nicht mit. Das ist zu viel. Ich habe dann einen Fluchtplan vorgenommen und dachte, ich muss weg vom Schiff. Und jetzt war bei der Besatzung von dem TF-Boot ein Frankfurter Obermaat. Mit dem habe ich mich unterhalten, sage ich, ich habe vor. Da sagte er, ich mache mit. Also wir waren in Kappeln, sind wir angekommen, lagen an der Pier. Und jetzt ist noch Folgendes passiert. Es kam durch, dass der Hitler tot ist. Und da gehe ich hin und nehme unser Hitlerbild, mache das über die Reding und lasse es so rein, mache so einen Segensspruch und unser Kapitän sieht es von der Brücke aus. Und das war so ein 200-prozentiger, gell, der an die Wunderwaffe geglaubt hat. Und dann sagt der Petzl, wir rechnen dann noch ab. Gell. Und da denke ich, jetzt wird es Zeit. Da habe ich dem Obermaat gesagt, wir müssen jetzt weg. Also ich sage, ich mache den mit, zu gefährlich jetzt mit Deserteuren und so weiter, ist furchtbar. Habe ich gesagt, ich gehe. Ich bin dann während eines Fliegerangriffs, wo die in den Schleider geflogen sind, die Engländer, bin ich während dem Angriff, wo alles im Maschinenraum war, bin ich abgerückt. Ich hatte nur ein kleines Gepäck dabei und meine Gitarre dabei. Und dann mit der Gitarre dann bin ich runtergesprungen vom Schiff und habe mich erst mal verschanzt. Ich weiß nicht, was es für eine Firma, eine Steinfirma oder was es war. Habe mich im Hinterhalt, konnte ich das Boot sehen. Was geschieht? Fahren Sie wieder raus, hab gewartet und Sie sind wieder rausgefahren.
Jetzt habe ich überlegt, was mache ich. Ich hatte wirklich noch keinen Plan. Und habe erst mal eine Übernachtung gesucht. Irgendein Haus, ich weiß nicht mehr, ich hatte wo im Speicher, es waren noch mehrere Leute dabei, haben dort geschlafen. Am nächsten Tag gehe ich dann durch Kappeln. Da sehe ich ein Schild, stand drauf Wehrmachtsbehörde, also vom Heer. Denke ich, die habe ich eigentlich keine Ahnung, da versuchst du wohl. Und da ist mir auf einmal die Idee gekommen, Mensch, du hast ja deine singende Säge bei der Ulla stehen, ist in Rendsburg. Und da bin ich da rein. Dann habe ich blitzschnell meine Gedanken gesammelt und sie zusammengesetzt und habe gesagt, ich bräuchte einen Marschbefehl. Ich bin mit einem Boot reingebracht worden. Unser Boot ist untergegangen und die mussten ja alles glauben. Gell? Es gab ja keine Computer zum Glück, sonst wäre ich immer da. Ja, auf jeden Fall haben die mir dann den Marschbefehl geschrieben, Dokumente, alles da. Der maschinengefeuerte Petzl befindet sich auf dem Marsch nach Rendsburg zur 12. Sicherungsflottille. Denke ich, jetzt hast du was in der Hand. Habe ich mich gefreut und marschiere dann los. In diesem Moment, wo ich durch die Stadt marschiere, war nämlich gegenüber das Kleinkampfverbandlager von Ein-Mann-U-Booten. Und da sind Einheiten, Offiziere, die so schnell befördert worden sind, die sind in der Stadt rum mit Stahlhelm und Maschinenpistole und haben Deserteure dingfest gemacht und so weiter. Jetzt wie sie an mich kamen, ich habe den Marschbefehl gezeigt, da haben sie den Kopf geschüttelt ab und haben mich zwei Mann abgeführt. Unten stand eine Barkasse und da war alles drauf, Deserteur und alles Mögliche. Da war ich mit dabei. Darüber gefahren worden in das Kampfverbandlager, da wurden wir dann festgehalten im Kampfverbandlager. Och, das ist gemeint, geschimpft worden. Dann sind wir verhört worden, jeder Einzelne von einem Kapitänleutnant. Und wie ich an die Reihe kam, habe ich mit den Kapitänleutnant den Namen gemerkt und sagt, das alles bleibt hier im Lager. Rechts um, ohne Rechtmarsch. Und in dem Moment, wo wir marschieren, sehe ich das Haupttor. Und da dachte ich, jetzt oder nie, bin aus dem Glied raus aufs Haupttor zu, etwas weiter Abstand von den Posten und den Stempel da und habe gesagt, vom Kapitänleutnant Schmidt oder Müller oder wie er heißt, gell? Und da hat er wieder den Namen gehört, hat, dann konnte ich gehen. Da habe ich dann, mein Gott, ob du es jetzt geschafft hast. Und dann habe ich mir in einem Gutshof, nicht weit, habe ich erstmal übernachtet und habe dann einen Bediensteten gefragt, ob er etwas Butterbrotpapier, so Pergamentpapier und eine Karte von der Gegend, von Norddeutschland, hat er mir gebracht. Dann habe ich mir nur Bahnlinien und Feldwege eingezeichnet, von Kappeln bis nach Rendsburg. Und das bin ich dann gelaufen, ja. Und dann, ich hatte ja noch meine Kamera, hatte ich noch dabei. Und unterwegs nach zwei, drei Tagen, dann habe ich ja langsam ein bisschen Hunger gekriegt, jetzt wusste ich nicht. Und da ist mir ein kleiner Junge begegnet auf der Gleise. Sag ich, Junge, sag ich, kannst du mir irgendwie bei deinen Eltern was besorgen für ein bisschen was zum Essen und so weiter? Ich brauche ja was. Und ich mache noch mal drei Bilder von mir. Und da schenke ich dir die Kamera an. Da habe ich ihm dann die Kamera geschickt, da hat er mich nach Hause genommen. Da bekam ich dann Lebensmittel und konnte ich mich dann weiter durchschaffen. Kam dann am 10. in Rendsburg an. War nochmal unterwegs, kurz vor Rendsburg, zwei Offiziere von der SS auf der Gleise. Seemann, wo kommen Sie denn her? Mein Gott, was sagst du jetzt? Ah, ja, habe ich gesagt, ich muss nach Rendsburg. Ja, ja, sagt er, wieso laufen Sie denn auf den Gleisen? Ja, habe ich gesagt, ich bin ja bei der Marine, sage ich, ich kenne mich ja um Land nicht aus und die Bevölkerung von dem letzten Dorf, die haben mir gesagt, das wäre der kürzeste Weg. Gell? Also eine Notlinie. Also auf jeden Fall, er hat überlegt und dann zieht er auf einmal so die Stabskarte raus und sagt, sehen Sie mal hier, wir befinden uns jetzt hier, wenn Sie jetzt 300 Meter weiterlaufen, dann kommen Sie direkt auf den Feldweg, da kommen Sie direkt auf die Straße, wo die Verbände fahren, da werden Sie mitgenommen, das wollte ich ja gerade nicht. Jawohl, habe ich gesagt und bin weiter marschiert, bis ich sie nicht mehr gesehen habe. Dann kam ich dann nach Rendsburg.